Und hier geht es auch weiter, wo es aufgehört hat. Wir gehen jetzt in den Turm und suchen nach Hinweisen, was Liowin oder wie die auch immer heißt, herausgefunden hat. Und ja, so. Da ist es so in Ruhe. So. So. Ah, ein bisschen Gold. Nichts Spezielles. Okay. Diese hier sollte es sein. Nee. Boah, das ist wirklich schwer, ne? So. Ah, Mist. Haben wir? Haben wir. Perfekt. Ein Schlüssel. Liowins Schlüssel. Und Liowins Ring. Mana, Fernkampf, Magiekraft. Was will ich mit diesem Schlüssel? Was, mit was? Was kann ich da aufmachen mit diesem Schlüssel? Buch, aha. Ah. Okay, mal kurz einen Ausblick. Jo. So, das war's auch schon. Gehen wir runter und berichten das, dass wir hier einen Schlüssel gefunden haben. Ach, komm. Wo bist du? Wo bist du? Bist du? Bist du? Ah, hier ist er. Okay, der hat mir nichts mehr zu sagen. Dann gehen wir wieder wahrscheinlich zu... Ah, hier, ja. Ja, da... Nee, es war... Da hat mir auch nichts mehr zu sagen, denke ich. Nein, okay. Jo, dann... Müssen wir vielleicht... Weiß Diego irgendwas was? Ja, weißt du, okay, wir haben jetzt den Schlüssel gefunden, vielleicht weiß das Questlog ja mehr. Nee, weiß auch nicht. Also wir haben jetzt den Schlüssel. Aber was bringt mir dieser Schlüssel? Das ist die Frage. Was bringt es mir? Also hier sehe ich wirklich nichts. Obwohl es ist ja Nacht und ich möchte mal was ausprobieren, und zwar... So eine Art Nachttrank oder irgendwie sowas. Mana-Regeneration. Ausdauertrank. Nachtauge-Elixier. So. Was bringt das genau? So ein... Aha, einfach ein Radius, in dem ich dann sehen kann. Kann ich das aufmachen? Nee. Dementsprechend kann ich auch nicht. Dann gehen wir mal in die Schenke und Taverne und weiß Gott was, uns mal umhören. Auf jeden Fall haben wir den Schlüssel. Das ist schon mal immerhin ein Anfang. Und wir gehen nochmal mit Diego sprechen. Ja, vielleicht können wir das versuchen. Falls wir den finden, irgendwie. Ja, gehen wir einfach mal in die Taverne. Vielleicht hören wir da was Schönes, das uns weiterhelfen könnte. Ah, hier geht's lang. Ich finde das schwer super. Ja, hier unten ist die. Gehen wir einfach mal rein. So. Ah, da ist ja was los. Da ist ja richtig was los. Die Wachen müssen raus, solange die hier drin sind. Wende dich an meinen Vorgesetzten. Sprechen die nichts miteinander natürlich, das ist ja klar. Vielleicht ist oben was los. Wir können hier was hören. Na, auch. Das ist auch von diesen Wachen. Überall von diesen Wachen können die nicht irgendwie... ...all weggehen. Okay, schlafen bringt eh nichts. Das finde ich noch schade im Spiel, dass man sich irgendwie, dass man nicht schlafen kann, so dass der Tag vorbeigeht. Okay, also, wie gesagt... Hier findet man nichts heraus, außer vielleicht mit ihm sprechen. Vielleicht hat er was Neues. Was sind überall Wachen, genau. Warum sind hier überall Wachen? Der Baron lässt alle Häuser der Stadt nach seiner Schwester durchsuchen. Angeblich steckt sie mit den Rebellen unter einer Decke. Klingt ja heiter. Die gesamte Innenstadt haben sie schon auf den Kopf gestellt. Bald ist der Stadtrat dran. Als ob sich eine feine Dame im Armenviertel verstecken würde.
Nein, ich sage, Leo Van ist bereits über alle Berge. Ja. Der Bau. Klingt. Okay, das haben wir ja schon gehört. Jo. Okay, dann können wir hier nichts mehr herausfinden. Dann gehen wir noch in die anderen Läden rein und schauen, was, ob wir dort irgendwas hören oder herausfinden. Zum Beispiel die Schmiede. Vielleicht ist die immer noch weiter. Ah, die ist immer noch am Schmieden. Den ganzen Tag. Wie solche Arbeiter möchte man haben. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Wie ein lammer Hund? Die Tölpel hier glauben immer noch, dass eine Frau nicht ordentlich schmieden kann. Ohne den Bogner und den Zimmermann könnte ich jetzt einpacken. Was ist mit den beiden? Haben meine besten Hämmer gekauft für teures Geld. Gute Kunden, die zwei. Und fleißig. Kannst sie von früh bis spät werkeln. Ja, wie du. Wo finde ich Zimmer? Wo lebt der Bogner? Ich... Ja, okay, das weiß ich wohl eigentlich. Ja, dann erfahre ich hier nichts mehr von der guten Frau. Dann gehen wir mal hier rauf. Dort ist auch, denke ich mal, der Zimmermann. Hier links. So wie ich das letzte Mal herausgefunden habe. Und der ist immer noch am Hämmern. Meine Fresse. Wie... Was willst du kaufen? Viel zu tun. Viel zu tun. Ja, sicher. Oh ja, das gibt es. Der Krieg steht vor der Tür. Hab von früh bis früh zu tun. Heißt das nicht von früh bis spät? Ja, schön wär's. Ich schuf dir bis zum Morgengrauen. Was der Baron will, das kriegt er. Die Nachbarn haben sich mit dem Krach abgefunden und kaufen sich Watte bei Elgarn. Watte? Für die Ohren. Bei dem Gehämmere kann ja keiner schlafen. Dich hat's aber ganz schön erwischt. So viel Plackerei hält doch keiner durch. Ich bin nicht der Einzige. Frag nur den Bogner. Der hält die Leute am Stadtrand nachts wach. Den Bogner. Am Stadtrand, ja, am Stadtrand. Da gibt's ja mehrere Stadträder, würde ich sagen. Dann tun wir einfach noch irgendwie mal da einige Bäckerei. Tür ist. Diese Tür sieht vielversprechend aus, irgendwie. Das sieht nach. Scheint nach Bogen aus. Irgendwie, habe ich das Gefühl. Hör mal die oben herum. Ah, da schlaft jemand. Dann wecken wir die einfach mal. Ah, das ist ein Bürger, ein ganz normaler Bürger. Langweilig. Ja, nehmen wir die Abkürzung. Ja, nicht. Wo zum Teufel können wir da noch hin? Zitadelle. Das Armenviertel, wo ist denn das Armenviertel? Hier ist dieser Turm. Hier kann man hier rein. Und ja, auf und Rank. Nochmal einer. Gibt's ja aber richtig was zum Mitnehmen. Ja, aber auch nicht viel mehr. Mein Gott. Wisst ihr was? Ich weiß nicht, ich verkloppe den einfach. Ich verkloppe den einfach. Aber mir ein bisschen falsch Spaß gemacht, aber jetzt macht es keinen Spaß mehr. Ich verkloppe den einfach und mal schauen, was passiert. Vielleicht komme ich schnell vorwärts, vielleicht heißt es ja, ich muss trotzdem diese Frage suchen, auch wenn ich den verkloppe. Mal schauen. Hauptsache Diego kommt frei. So. Mir reicht's. Deine Geschichten interessieren mich nicht. Sag... Du stehst also auf Rennwegsseite. Wehr dich. So, komm her. Wehr dich, du Hund! Hey, das habe ich gesagt, Arsch. Ah, das Schwert ist dafür ziemlich langsam, aber...
Mist. Hab ich es. Ah, gut. Ja, es macht schon Schaden. Dank daneben. Oh. Ja, aber ansonsten macht es schon Schaden, aber da ist er auch gut ausgerüstet und hält halt einiges aus, würde ich sagen. So. Hör auf! Hör auf! Wir haben Meermund. Er wird in einer Höhle gefangen gehalten. Draußen, im Nordosten. Ein alter, vergessener Trampelpfad verbindet die Höhle mit Oktas Hof. Warum sagst du das nicht gleich? Diese Wir haben eine Losung. Wenn du sie der Wache am Tor sagst, wird sie dich in das Versteck lassen. Aha. Raus mit der Sprache. Im Namen Renwigs, ergib dich. Das soll eure... Hertan hat seinen Humor trotz allem nicht verloren. Okay. Dann... Süße Beute. Ah, okay. Ja, dann gehen wir dorthin. Jo. Aber es soll Tag werden. Nacht gefällt mir nicht. Wo es so dunkel ist, ist es eigentlich gar nicht. Aber es kann natürlich ja auch nicht ganz dunkel sein. Das könnte man gar nicht mehr spielen. Ja, dort habe ich... Dort ist ein Questgeber oder sowas. Oder irgendwas. Was? Haben die eine Quest erfüllt oder sonst irgendwas? Nee, eigentlich nicht, ne? Ah, der da. Herzlich willkommen. Was hat er jetzt für mich? Hey du, ich hab da ein arges Problem. Und das wäre? Die Leute sind durstig. Und ja, immer der Miet. Rauta jammert schon, weil ich ihm gesagt habe, dass bald keiner mehr da ist. Ich soll dir also Miet besorgen? Nein, nein, mir geht der Honig aus. Besorg mir ein paar Waben und ich... Wie viel Honig brauchst du? Am besten plünderst du ein halbes Dutzend. Ich besorg dir den Honig. Bei Oktas Farm im Osten der Stadt. Also, die sollten ja, Honig haben. Ist kein Problem, gehen wir auch, können wir unterwegs dann einsammeln. Das sind ja nur ein paar. So. Na, halt die Fresse. Jo. Dann gehen wir mal den Honig sammeln. Was ist das? Hey. Was ist das? Mensch. Ah, das ist die. Hallo. Was machst du hier? Die Jägerschlucht ist dicht und ich komme nicht ins Bluttal. Dann endet man eben hier, in Stuark. Kennst du dich in der Gegend hier aus? Außerhalb von Stuark. Klar. Hier gibt es vor allem Farmland und Plantagen. Was meinst andere du? Dinge? Die Gegend hier ist durchzogen von Höhlen, über die man sich nichts Gutes erzählt. Nun, ich bevorzuge sowieso den freien Himmel über dem Kopf und schnell durch. Ich habe nicht irgendwie Bock. Was erzählt man über die Höhlen? Die Leute hier glauben an einen alten Motto, die Höhlen durchstreifen. Stimmt. Was hast du jetzt vor? Ich werde erst einmal Ricklin suchen. Dann finden wir sich. Wer ist Rick? Wer ist Rick? Ja, mein... Ja, bald heiraten und so weiter. Ja, ist also so ist es. Er gehört wie ich zu den Waldläufern und sollte den Norden von Stuart erkunden.